told you that you'd face the truth alone. But you've got the power to begin. Let yourself wander, let your spirit find the way. Reach for the power from within. You've got no reason to let people keep you down. Stand up and fight for what you are. 'Cause your biggest challenge is the one that lies within yourself. Know what you're fighting for. Hold on to the vision in your eyes. Keep the fire burning bright. Got to make them realize. Only with this power. Des Hauptkampfes hier zu uns bitten und dafür einen riesen Applaus aus Tschechien, Ostrava, Ladies and Gentlemen, Erwin Slomka. Bei den Boxkämpfen in Berlin, wie viele Zuschauer sind da im Allgemeinen da? Genauso ausverkauft in den großen Städten in Deutschland? Leider macht ihr leider zum Ungunsten der Boxer, die hätten das wirklich verdient. Ich persönlich sehe die Boxkämpfe so in den Winterraum. Das ist auf jeden Fall eine Zahl. 1200 Zuschauer werden morgen da sein, um den Gegner von Hunter zu sehen. Hallo, Erwin Slomka. Und auch hier werden wir gleich wissen, wie viel darf er jetzt haben, Konzo? Halbschwergewicht ist das Limit, das heißt also Erwin darf nicht die 80 Kilo überschreiten. Wir sind alle gespannt. Nicht mehr als 80 Kilo. Was
passiert, wenn er jetzt drüber wäre? Möglicherweise gibt es nochmal Nachrichten. Der könnte also morgen nochmal nachgewogen werden, damit er wirklich im Limit ist. Aber er wird wirklich auf 100 Gramm bekommen. Das ist aber in dem Moment schlecht, weil Boxer üblicherweise zu ihrem Kampf ankochen. Die sind jetzt recht trocken, dehydriert. Und sie brauchen eigentlich die 24 Stunden, um sich wieder fit zu machen. Also wäre schon gut, wenn er genug ist. Genau 80 Kilo, der Gegner von dem Hunter, Erwin Slonka aus Tschechien, Ostrava. Und meine Lieben, es wird Zeit, dass ihr alle einmal so laut seid, wie ihr nur könnt. Ladies and Gentlemen, es wird Zeit für denjenigen, der morgen gewinnen möchte. Für denjenigen, die wir jetzt auf die Bühne rufen, möchte ich euch bitten, Vollgas zu geben. Ladies and Gentlemen, hier ist der Hunter, Stefan Luther. Gespannt und im Vorgespräch habe ich was gehört, was ich einfach sensationell finde, wo er noch einmal alle Hände in die Hand nehmen könnte und so laut wie möglich. Ich sage jetzt, er hat über 30 Kilo für diesen Kampf, für euch morgen abgenommen. Und er hat uns versprochen, wenn ihr alle morgen kommt, ihn anfeuert, verrät er euch, wie er das gemacht hat, so viel abzunehmen. Und mit Stolz verkünde ich 77,6 Kilogramm. Hier sieht man schon, hier geht es ganz genau um die Wurst. Denn es geht um diesen Gürtel. Wow. WWO International Champion. Morgen, wann genau, wissen wir Bescheid? Ich denke mal, dass der letzte Kampf wird durch sein. Was haben wir? Ja, keine Ahnung, 23 Uhr mit Champions. Dann wollen wir jetzt unseren hoffentlich morgigen Champion Stefan ein wenig mal ausquetschen, wie er das gemacht hat. 30 Kilo. Bist du bereit? Uns zu erzählen, 77,6 Kilogramm, die hast du jetzt gerade auf die Waage gebracht, vor gar nicht allzu langer Zeit. Was war dein höchstes Gewicht? 111 Kilo. 111 Kilo, wie hast du dich da gefühlt? Dick. In welcher Zeit hast du so viel Kilos abgespeckt? Seit Mai. Es kam ein Anruf, hast du bei Facebook geschrieben, was war der Anruf? Na, ob ich nicht nochmal Lust habe, in den Ring zu gehen und um den verkannten Titel zu kämpfen. Und um genau zu sein, es sind 5 Jahre, die du nicht geboxt hast. Richtig. War das eine schöne Zeit, wo man denkt, Mensch, schau, ein bisschen Spaß haben. Und jetzt kommt aber so dieser innerliche Schweinehund, dieser Ehrgeiz, den man absolut entwickeln muss, um 30 Kilo abzunehmen. Das ist ja schon auch schmerzhaft, oder? Man wird ja auch nicht gerade jünger. Also ich bin auf jeden Fall durch die Hölle gegangen. Und ich weiß, was es heißt, durch die Hölle zu gehen, aber... Ich weiß, für was ich es gemacht habe, und das ist das, was mich auch jeden Tag dazu bewundert, zweimal das Training zu machen. Wenn du morgen Abend gewinnen solltest, machst du dann weiter oder sagst du, nee, ich mache nur diese Einkampf? Warten wir erstmal morgen ab. Dein Tipp für morgen ganz klar: Halt von der Runde oder mach auf. Ich gebe mein Bestes und wenn du bist hier, lohnt sich. Ich gebe morgen auf jeden Fall mein Bestes. Knockout! Magst du deinen Fans noch irgendwas
mit auf den Weg geben, weil ich glaube, dann geht's los mit der Konzentrationsphase, weil morgen geht's um die Wurst. Also erstmal vielen herzlichen Dank, dass ihr alle da seid. Das ist richtig geil, wirklich. Also, und ich hoffe, dass ihr morgen auch noch alle da seid, um dass wir morgen den Gürtel nach Berlin holen. Wir stehen alle hinter dir! Denn du bist ja auch ein echter Berliner, du bist eigentlich ein Lokalpatriot, du bist ein Junge von hier, oder? Ja, ist richtig. Aus Bruno? Gebürtiger Kreuzberger nach Bruno bezogen. Also hier zu Hause. Und das ist nochmal dein Riesenapplaus, Ladies and Gentlemen! Wir wünschen allen Sportlern morgen viel, viel Glück in ihren Kämpfen. Wir wünschen euch, liebe Zuschauer, viel, viel Spaß am Ring. Gonzo, auf dass dir die Stimme nicht versagt morgen, dass du auch richtig Spaß hast und die Jungs alle in die Halle reinholst. Es geht um diesen schönen Gürtel. Hunter, ich wünsche dir viel, viel Glück. Das nochmal ein Applaus. Der Hunter! Und das Ganze hier bei Intersport Olympia. Und es gibt natürlich, ich glaube, auch ein paar Autogramme, wenn ihr wollt. War mir ein Fest. Konze, magst du noch zum Abschluss irgendwas sagen? Ich kenne ihn als Boxer, aber ich finde, das ist ein totaler Sympath. Ich mag ihn. Im Vorgespräch war so lieb, so nett, man kann sich gar nicht vorstellen, dass die sich richtig auf die 12 hauen. Aber ich glaube, das tun sie und das werden sie gut tun. Euch viel Spaß. Tschüss, bye bye.